So, hallo, wir machen weiter bei, oh Gott, jetzt habe ich den Namen, Infernum irgendwas. Heißt der nur Infernum oder heißt der, der heißt nur Infernum? Ah, dann passt ja sogar. Ah nee, Richtig, gar nicht. brauch ja gar nicht starten, wir haben ja gar nichts Genau, geschlossen. gar nicht so schwierig zu merken, wenn man doch jahrelang in Fähre gespielt hat. Das stimmt. Wir haben letztes Mal die ersten zwei Level gespielt und dann sind wir im Yoshi-Haus gelandet, das hier sehr interessant anfängt. Ich versuche jetzt mal schnell auf den Bu-Block darüber zu springen. Ui, Eventuell okay. sogar erfolgreich. Eventuell aber auch nicht. Aber da muss ich direkt weiter. Hilfe. Ich habe hier gar keine Rast. Ah ja, okay, ich verstehe. Ich sollte mich an die Münzen halten, dann dürfte alles gut gehen. Ja, fast. Nein. Und das haben Sie gesagt, ist das schlechteste Level des Hex oder was? Nein, dieses Level wird das schlechteste Level des Hex ersetzen. Ah. Ist dann das Du schlechteste. darfst. Ja, du darfst mir dann deine persönliche subjektive Meinung mitteilen, welches deiner Meinung nach von den verbleibenden 69 Leveln dann das schlechteste ist. Ich wollte gerade sagen, ob das schlechteste Level überhaupt dann da noch drin ist, aber dann ist es scheinbar noch drin. Richtig, weil ja meine Tester ihren Einfluss geltend machen dürfen, indem sie mir dies mitteilen. 23? Nee, du springst auf den Cooper, der da bei der 1 steht, du springst auf den Cooper, der zu 2 kommt, Ach, du das springst ist auf den 2 Cooper, und der zu 3 3. kommt. Ach, das ist eine 2 und eine. Wait, was ist denn hier an der Stelle? Ja, das ist ein Midway-Point, wenn du ihn sammeln willst. Ja, das war jetzt aber schlecht. Ja, dann rewinde mal am besten. Wieso ist der da? Damit du die Hälfte skippen kannst, wenn es dir zu blöd Ach, wird, das ist weil du wieder nicht der weißt, Conan was du Midway mit der Point. 23 anfangen kannst, ja. Ah, jetzt check ich. Okay. Also das ist eine 2 und eine 3 und keine 23. Und da in der Zwischenzeit muss ich es schaffen, diesen Block da hinzupacken, wo der Rand von dem Kästchen ist. Also eigentlich ist es ja eine 23, die lediglich indiziert, dass du mindestens einen IQ von 23 benötigst, um diese Stelle zu verstehen. Oh Mist. Die hätte ich mitnehmen sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Ja, wir haben ja einen Steinblock, der kann auch ganz tolle Sachen. Ja, und der Mist. glitscht gleich durch die Decke. Oder so. Vorher killt er mich. Okay, aber bisher sieht das doch alles ganz nett aus hier. Bist du denn, das würde mich jetzt interessieren, auch wenn ich noch gar nicht weiß, welches das Level ist, aber bist du denn da auch der Meinung, dass das Level, dass die als schlechtestes Level, Hilfe, bezeichnet haben, dass das das schlechteste Level ist? Also HF ist der Einzige, der bisher durch ist und er hat mir seine Meinung noch nicht mitgeteilt und die anderen Tester müssen noch spielen. Ja, aber welcher Meinung bist du? Das wollte ich wissen. Also siehst du auch, dass das List schlecht. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Bist du auch der Meinung, dass es ein schlechteres Level ist als die anderen oder siehst du es nicht so? Also hat es dich überrascht oder hast du gedacht, ja, das ist vielleicht nicht so gut? Wie oft muss ich eigentlich noch wiederholen, dass dieses Level nicht schlecht ist? Nein, nein! Ich meine nicht dieses Level, ich meine das Level, was die anderen als schlechtestes Level erkoren haben, ob du das auch so siehst. Ja, wie bereits gesagt, HF ist der Einzige, der bisher durch ist. Er hat mir seine Meinung noch nicht mitgeteilt, welches in seiner Sichtweise das schlechteste Level ist. Und die anderen Tester sind halt einfach irgendwo noch mittendrin im Hack. Die können sich natürlich noch keine komplette Meinung hier bilden. Ach, dann bist du bisher der Meinung, dass es das schlechteste Level ist und nicht die Tester. Richtig, weil ich bisher halt noch keine zweite Meinung hierüber Hey. erfahren habe, aber natürlich werde ich hier das Feedback sorgfältig abwägen und am Ende wahrscheinlich sowieso das Los entscheiden lassen. Jetzt habe ich verstanden. Ich habe gedacht, die Tester haben gesagt, das ist das schlechteste Level und du hast gesagt, das ist das schlechteste Level. Also das andere, was wir noch nicht kennen. Richtig, das eine Level, welches ich in Gedanken habe, ist meiner Meinung nach das schlechteste Level. Dieses wird dann wahrscheinlich durch dieses, welches du jetzt gerade spielst, ersetzt, aber natürlich auch nur, wenn eben ein gemeinsamer Konsens hierüber gefunden wird, wenn jeder Tester ein anderes Level subjektiv als schlecht erachtet, dann wie gesagt, wird wahrscheinlich das Los entscheiden, Ich welches verstehe, also ist das ersetzt hier das wird. Backup-Level, wenn ein anderes Level als nicht so gut erkoren wird? Richtig,
Beziehungsweise es gibt auch ein paar Level, die sind einfach elementar an der Stelle, wo sie sind und können eigentlich nicht ersetzt werden, wie zum Beispiel das Intro-Level, was du als allererstes gespielt hast. Ja gut, das war schon mal nicht schlecht. Oh mein Gott! Das war doch gar nicht so schlecht. Gereicht. Ja, das hätte gereicht. Weißt du denn, wo die Musik her ist? Nein, tatsächlich nicht. Es könnte so diese ups, dieses Instrument, dessen Namen ich gerade nicht weiß, das benutzt dieser, Gott, wie heißt denn der Typ wieder, der die Banjo-Kazooie Musik und Donkey Kong 64 Musik gemacht hat, der Grand Kirkorb oder irgendwie so, keine Ahnung, wie der heißt. Der benutzt das immer ganz gerne, aber ich weiß nicht, ob das jetzt aus Banjo-Kazooie oder Tui oder irgend sowas ist. Um dir mal einen Hinweis zu geben, es ist aus SpongeBob. Oh ja, okay, das habe ich nie gespielt. Hat das auch der Typ, dieser Grand... Okay, ist das auch der Composer? Das kann ich dir jetzt nicht verraten. Es hat nämlich, echt so Kazooie war. Okay, welches SpongeBob-Spiel? Müsste SpongeBob Super Sponge sein. SpongeBob Super Sponge Music. SpongeBob SquarePants Super Sponge. Für den Game Boy Advance. Behaupte ich jetzt mal, PlayStation. Ja. Matt Simmons. Ja, gut. Das war's dann an der Stelle komplett. Matthew Simmons, also known as Format. Ja, komm, ist egal. Jedenfalls nicht der Typ, den ich meinte. Zu schade aber auch. Ja, die haben auf jeden Fall einen recht ähnlichen Stil da. Ah, gut. Ach, come on. Aber es passt auf jeden Fall gut in ein Geisterhaus. Ja, ich glaube, es ist auf SNV Central sogar als Ghost House Musik getaggt. Ja, ich schätze mal, daher hast du es dann auch, ne? Also eigentlich hat mich ja ein Level von DJ Lox auf diese Musik gebracht. Grüße gehen an dieser Stelle raus an. Unbekannterweise. Ja, ich glaube nicht, dass er deinen Kanal kennt, aber er kennt dich auf jeden Fall, weil wir bei HF im Stream des Öfteren schon mal über dich geredet haben, um nicht zu sagen, Witze gemacht haben. Ich wollte gerade sagen. Okay. Ja, wir haben halt des Öfteren das typische Conan-Meme zitiert, so von wegen Mimi, mit Safe States wäre ich hier schon längst durch. Ah, alles Zeitverschwendung. Sehr schön. Wollte ich auch gerade sagen. Nein. Aber ich glaube, ich setze jetzt wirklich mal einen Safe State an der Stelle, wo ich die Shell anspringe. Weil der Anfang ist ja doch immer wieder identisch. Da ändert sich ja tatsächlich gar nichts dran. Und auf dem Block kann ich ein bisschen pausieren. Da. Zack. Ah, komm. Der Grüße gehen raus an HF, der mich zu diesem Sprung inspiriert hat. Weil der eigentliche Sprung, der früher gedacht war, war F zu schwierig war. Ach so, zu schwierig sogar. Okay, wie hast du denn davor gedacht? Davor war das so eine Lücke, in die man die Shell reinwerfen konnte, aber das wollte HF nicht machen. Und deswegen ist das jetzt hier so ein gegen die Wand Werfsprung geworden. Das klingt mit Lücke aber angenehmer, weiß nicht. Aber es klingt nur, ich weiß ja nicht, wie es war, vielleicht war es ja schlimmer. Aber wie schaffe ich das denn? Also ich krieg mich nicht rechtzeitig rumgedreht an der Stelle. Ja, das musst du einfach fühlen. Sei der Mario. Aber sobald ich ja dann wieder nach rechts drücke, drehe ich mich ja wieder in die andere Richtung. Ich muss ja aber nach links gedrückt runterfallen. Richtig. Nach links gedreht. Ein Stück weit nach rechts springen und dich dann so in der Luft umdrehen, dass du dann nach links gedrückt auf der Shell landest und somit dann den Buben unten
rechts anlocken kannst. Okay. Hast du die Version mit der Lücke noch? Oh Gott, das war ja optimal gelandet, aber leider nicht mit Mario. Aber der ist ja genau in der... in dem Kasten. Die alte Version habe ich natürlich auch noch. Würde mal interessieren, wie die Stelle mit der Lücke war. Weil vom Klingen her hätte ich fast gesagt, Lücke ist angenehmer als dieser Teil da. Oh mein Gott! Oh. Zu spät gedreht. Ja, du kriegst es schon in etwa hin. Ja, ich denke, so langsam kommt's. Also es war auf jeden Fall gut, hier einen Safe-Set zu setzen. Ansonsten hätte ich hier nie genug... Ja, okay. Ansonsten hätte ich hier nie genug, Na, komm schon. Nein. 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 Solltest die Shell vielleicht auch eine ein paar Frames später erst loskicken? Ja, das, ich versuch das. Oh mein Gott, ich krieg das. Bestenfalls in die richtige Richtung. Ach so. Ja. Komm her! Ja, ich muss weiter von der Wand weg sein, du hast recht. Dann kommt der nämlich perfekt an. Weil dann habe ich nämlich schon so ein bisschen mich nach links gedreht in dem Moment und dann, ja. Das arbeitet ja schon mit an die Stelle. Ja! Optimal. So, hier ist 8. Ach komm, den Sprung kriegst du doch locker auch ohne. So, und jetzt wollen wir da hoch. Okay. Das wird jetzt schwierig. Warum? Naja, probier's ruhig aus. Muss doch jetzt eigentlich nur... Ach so, der muss da... Oh nein, den habe ich nicht... Den habe ich nicht gesehen, dass der da hin muss. Gecheckt. Oha, dann muss ich ja die ganze Zeit nach rechts gucken. Ja, richtig. Ach. Da am besten mit einem Regrab. Ich hasse Regrabs. Das klingt immer so. Das ist irgendwas, was ich... Also, was ich nie kapieren werde, obwohl es scheinbar was ganz Standardmäßiges ist. Ja, genau so. Und dann halt weiter nach rechts drücken. Na, zu viel zu bald. Taste loslassen, dann wieder Taste drücken und dann weiterspringen. Richtig. Oh Mann. So einfach ist das. Ach, weiß ich. Ich muss ein State setzen, wenn der hochfährt, sonst gehe ich jedes Mal da rein. Yeah! Was ist viel zu eilig? Wie meinst du? Kannst du auch zweimal auf den dann oben landen. Ach, der fällt dir einmal runter. Ja, deswegen hat der ja auch Flügel von mir bekommen. Ah. Nicht, weil der Flügel getrunken hat, sondern weil der dir helfen soll, dass du dort zweimal abspringen kannst. Ja, das ergibt Sinn. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Komischerweise. Bin immer direkt rübergezogen. Aber ja, da steht ja da eine Weile noch rum. Oh lol. Das ist ja viel einfacher, als ich dachte. Das hätte ich dann ja aber vorhin auch schaffen können, als ich den einfach vorgesetzt hatte. Den. Ah, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Es ist doch eigentlich trotzdem gar nicht so dumm, den schon ein bisschen hochzusetzen. So. Naja, bis du dich halt selbst in die Stacheln buxierst. Ja, nee, das ist ja nicht der Plan gewesen. Ich dachte nur, dass ich dann da leichter über den Goomba komme. Wie oft werde ich eigentlich jetzt noch zu einem Goomba Koopa sagen? genau.
Werten Zuschauer sind aufgerufen, eine Strichliste zu führen. Nein, du musst runter, du... Du musst runter, Mann. Der geht ja gar nicht runter, der geht ja nur hoch. Irgendwie habe ich jetzt gerade gedacht, wenn ich nach links gehe, geht der runter, aber ist ja Quatsch, der geht ja immer nur höher. Nein, das ist die Intriganz an dieser Stelle. Stopp! So. Und jetzt haben wir den Midway Point. Juhu! Da waren wir doch vorhin schon mal. So. Nein, das war schon schlecht. Kannst du mal darüber, mein Kollege? Ach so, nee, ich muss erstmal den hier runterholen. Komm her. So. Ja, jetzt ist ja das ist jetzt doof. Ja, das ist jetzt richtig doof. Tschüss. Also dann. Ah, ich verstehe. Das ist auch genau das Rätsel. Ich muss ganz kurz hier rüber. Ah, perfekt. Rätsel in Anführungsstrichen. So schwierig ist das nicht. Ist. Außer für Erstklässler. Nein! Lässt du mich noch ein bisschen damit und nicht da rein? Schade. Oh! Ich hatte keine Bremse mehr. Wieso fährt er am Anfang schon los? Ich guck doch gar nicht nach links. Frech. Hallo? Ach so. Ups. Wie er sich einfach direkt bewegen will. So, jetzt aber hier. Ja, das ist ein Fan, der kann es kaum erwarten, mich zu treffen. Ach. Kopf gestoßen. No, stopp! Kein Schritt weiter, mein Freund. Okay. Nein, das war schon wieder viel zu weit. Okay. State. Der ist gut. So, dann muss ich da drauf und dann... Oh, ich muss den wiederholen, oder wie? Oder ist das ein anderer, der dahin muss? Ich werde es sehen. Ich meine, der Pfeil zeigt ja... Der Pfeil zeigt ja nach... Das wird ein anderer sein. Ja, das ist der da oben. Okay. Puh, ich dachte schon. Ja, jetzt kommt so der lustigste Sprung des Levels. Das war jetzt nicht so gut. Hallo! Okay. So weit, das ist natürlich easy, wenn du es so machst. Den kriege ich hier rüber. Stopp! Hallo! Okay. Ja, perfekt. Was willst du denn überhaupt? Ich weiß auch. Perfekte nicht. Kollaboration des Boos. So, jetzt darf ich die Sterne nicht einsammeln. Muss auf den drauf, dann mit einem Requip und dann auf den Goomba. Cooper! Mein Gott! Ja, und bestenfalls landest du links auf dem blauen Cooper, damit der nach rechts aus seinem Panzer geschmissen wird. Ja, also muss ich links an den Sternen vorbei. Ja, perfekt. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay. Erstmal auf den, dann die ganze Zeit nach rechts gucken und der Typ kommt mir hinterher. Und landet dann in seinem nächsten Quadrat. Gut, gut. Na, dann machen wir das mal. Ja, also das aber am Stück... Ja, moin. Am Stück weiß ich nicht, ob ich das... fühle ich nicht. Das erwarte ich auch gar nicht. Oha, ich kann die mitnehmen. Soll ich aber gar nicht, ne? Also wenn du willst, dann natürlich gerne, aber du benötigst es natürlich nicht. In dem Pitek müsste man die jetzt mitnehmen. Oder auch in dem Kaiserhart. Na, wobei, weiß ich nicht. Allein, dass es geht, ist schon wieder interessant. Genug. Ach, so ein Ding ist das. Ja, stopp. Hier ist das Ziel, stopp. Ich bin überfordert. Ah, okay. Das war ja gar nicht so schlecht. Ach, ja, wart's mal ab. Nein! Nein! Wie habe ich das gemacht, die mitzunehmen? Ey, wie geht das? Das kann die HF oder Dazin sicherlich beantworten.
Weil es passiert jetzt gar nicht mehr. Meins war ja nicht mal Absicht. Ich weiß auch, dass es geht, aber wie genau man dies provoziert, kann ich dir auch nicht verraten. So, stopp! Ich Trottel! Oh. So, jetzt. Stopp! Schlechter Mitarbeiter. Gleich mal Gehalt kürzen. Stopp! Okay, so. Ja, okay, aber jetzt ist doch nicht mehr viel. Ja, sag das mal nicht. Es gibt kein Ziel in diesem Hack umsonst. Ja, aber ich meine, ich verstehe, was ich tun muss. Von hier aus müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Wenn ja, schon. Wenn dahinter nicht irgendwas Schlimmes passiert und ich den... Aber ich kann mir nicht... Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwas falsch läuft. So von wegen, ich muss groß sein oder so ein Quatsch. Und ja, schaust dir an. Lauf ins Ziel und lauf in dein Verderben. Ja, das ist genau das, was ich befürchte. Ich hoffe, ich befürchte halt, dahinter kommt irgendwas. Aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt dann... Stopp! Ja, den hätte ich... Okay. Hm. Der muss am Boden bleiben. Am Boden der Tatsachen muss der Kollege bleiben. Aber das lässt sich ja noch... Regeln. Wobei, hä, geht er nicht kaputt, wenn ich durchs Ziel gehe? Probier es halt aus, du hast es ja eh schon versaut. Nee, hab ich nicht, alles gut. Ich kann ja noch hier Dinge tun. Ja, weil das auf diesem engen Raum noch funktioniert. Ich bin da etwas anderer Meinung, aber probier es ruhig aus. Ah, ich weiß also nicht. Jetzt hast du es aber wirklich versaut. Das ist nicht ganz, wie ich das wollte. warte. Nein, stopp. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, scheiße. Das war nicht so gut. Aber ich verstehe. Stopp. Okay. Wir gehen erstmal ein bisschen in die Richtung. Dann in die. Okay. Das war dumm. Die Stacheln reinzulaufen ist generell meistens nicht allzu gesund. Nee. Das stimmt. Hallo? Gott. Das ist schon zu hoch. Kannst du nochmal auf die Turnblock-Bridge runterspringen und schauen, ob du ihn nochmal nach unten kriegst? Ja. Oder auch nicht. Ein Versuch war es wert. So. Zack. Perfekt. So. Aua. Kaum Safe Status du, lässt dich gleich mal wieder dreimal hier auf absolut leichtsinnige Weise töten. Ja. Okay, das sollte passen. Stand! Nein, du! Geht der kaputt? Also, geht der als Stein dann nicht kaputt? Natürlich geht als Stein auch kaputt. Wie soll ich dann... Hä? Okay, was soll ich dann tun? Ich kann nur wiederholen, was ich dir seit 6 Jahren schon sage. Du spielst einen Sariel-Hack. Du sagst mir seit 6 Jahren, dass ich einen Sariel-Hack spiele. Ach so. Ich bitte dich. Ja, aber dann nützt mir das jetzt ja alles hier nix. Es wäre noch machbar, so wie es ist. Denk mal ganz scharf nach, wie du verhindern kannst, dass der Block zerstört wird, wenn du jetzt reinläufst. Indem ich ihn halt... Wird er nicht zerstört, wenn er nicht im Bild ist?
Könnte sein, dass es schon ein Stück zu nah dran ist, aber eventuell... Er ist zu nah dran. Ja, war er schon. Aber du kannst ihn jetzt noch offscreenen, wenn du nochmal nach links springst und scrollst. Ah. Interesting. Ein typischer Sariel-Hack. Ja, das stimmt wohl. Okay, ja, dann haben wir den dritten Exit von 70. Und das reicht doch auch für den Part, nicht wahr? Ja, 25 Minuten. Ich würde noch kurz in das nächste Level mal reingucken. Immer so ein bisschen. Nach dem ersten Tod dann beenden. Immer so ein bisschen Preview, genau. Irgendwas mit Sonne stand da, also. Ja. Da muss ich auch wieder schnell sein. So. Okay, der geht nicht hoch. Oh, okay. Das sieht doch bisher noch machbar aus. Wow. Ja, wie gesagt, das Yoshi-Haus-Level wird wahrscheinlich irgendwo mittendrin im Heck letztendlich landen, während das hier, so numerisch betrachtet, das dritte Level ist. Ach so, das ist gar nicht an der Stelle. Ja, stimmt, du hast ja gesagt, das wird eins ersetzen. Ach so, dann habe ich ja gerade eins gespielt, was einen viel höheren Schwierigkeitsgrad hat als Welt 1. Ja, aber Schwierigkeitskurven solltest du in diesem Hack eh nicht so genau nehmen. Also. Nachdem es ja auch keine lineare Overworld hier gibt. Okay. So, jetzt muss ich den wiederholen. Aber nicht zu weit. Ja, das ist doch perfekt. Jetzt weiß ich halt nur nicht, was kommt. Jetzt weiß ich, was kommt. So. Das ist aus irgendeinem RPG bestimmt, dieses Lied. Aber keine Ahnung, was für eins. Es klingt wie so ein typisches, weiß nicht, RPG, Stadt, Feelgood-Thema, keine Ahnung. Aua. Daniel weiß es auch nicht. Ich bin gerade am Nachschauen, ich weiß es nämlich auch nicht auswendig, wie man den Titel dieses Liedes ausspricht. Wie man den Titel ausspricht. Das klingt interessant. Okay, wir haben es. Das Lied heißt One Kagayaku Kisetsuhe Path of a Rainbow Sighting. Ah, das ist dann aus irgendeinem japanischen RP. Mein Gott, Hilfe! Okay. Ich glaube ja, es ist chinesisch, aber gut. Ja, gut. Ja, also jedenfalls ist es halt. Man kann daraus nicht das Spiel rauslesen. So, mal schauen, ob wir es noch zum Midway Point schaffen in dem Part. Würde ich ja feiern. Wenn du es in einer Minute schaffst, wären wir genau bei einer halben Stunde. Das stimmt. Stopp! Das ist zu weit! Ich weiß nicht, ob das noch geht. Nun bist du zu weit gegangen. Vielleicht geht's aber noch. Nein. Schade. Den Mond werde ich übrigens nicht holen. Es gibt übrigens in jedem Level einen Mond versteckt. Lol. Im ersten auch? Ja. Dann ist denn irgendeine Röhre oder was? Kannst du hier nochmal rausgehen und ins erste Level schauen. So schwierig ist er nicht, er ist auch gleich am Anfang. Ah, okay. Dann gucken wir gleich nochmal. Habe ich im zweiten den Mond gesehen? Den hast du, ich glaube sogar First Try fast gesammelt, indem du auf den Fisch gesprungen bist. Ah, okay. Yoshi Haus hast du gerade keinen gesammelt. Ja, aber das ist auch, das weiß ich nicht, wo da ein Mond sein könnte. Höchstens, ach doch! Man muss bestimmt, nee, geht das, dass man mit einem der Blöcke am Anfang ganz nach links rüberzieht? Die Idee ist schon mal ganz gut. Oje.
Ah, hier hoch wahrscheinlich am Anfang. Ist das ein versteckter Block? Nee. Schau doch nochmal ein Stück nach rechts. Okay. Nein! Der ist echt nicht günstig an der Stelle. Oder muss ich da hoch? Ah, wait! Shell. Ja, Shell Jumps. Richtig. Hier hoch. Easy. Oh, mit sogar mit Secret. Ja, das wird auch nochmal den Inhalt. LOL, so kann man das Level beenden. Ja? Speedrunner Tactics. Oha, ja, wirklich. Weil das erste Level ist ja wirklich nicht so schwierig. Oh, cool. Okay. Gut. In dem Geisterhaus suche ich keinen Mond. So. Nein! Oh mein Gott. Ich will hier noch zum Midway Point kommen. Das Level ist cool. Ja, mit Sprites, die man eigentlich viel zu selten sieht. Ja, aber man kann sie halt auch nur für den Zweck einsetzen. Und wenn du das jetzt in dem jedem Level machst, ist das halt auch wieder ein Gimmick, was dann zu overused ist. Na gut, 70 Level mit diesen Plattformen wäre auch ein bisschen übertrieben. Richtig. Wir verstehen uns, Mist. Ach komm. So. Müssen sie ja nicht hier untertreiben mit Save States. Ach man. Nein! So. Stopp! Jawoll! Sehr schön. Leider nicht ohne Save State geschafft, aber hey. Ich versuche schon nicht zu viel zu staten. Wie mache ich das denn jetzt hier? Muss ich den runterscrollen? Nee, das wäre ein Glitch. Ach so, ah ja, ich musste rumfahren. Reicht das? Ja, aber jetzt habe ich ein Problem. Er hätte höher fahren müssen. Tschüss. Ich wollte nicht reinreden, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, wenn du da jetzt die ganze Zeit so wild oben drauf rumspringst, wird der Part noch eine Stunde lang und wir haben noch immer noch keine zwei Screens der zweiten Hälfte gesehen. True! Okay, es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Da muss ich schon einmal rum mit dem Ding. Nein, nimm doch die Blume mit, du... Oh, wait. Ah, vielleicht saß er so wieder zurück. Ah! Muss zweimal rum. Nee, eigentlich auch nicht. Ach so. Das heißt, ich muss die Blume... Ja, okay. Aber vielleicht schaffe ich das. Nein! Ah. Dann versuchen wir es mit einmal rum und die Blume vorher mitzunehmen. Ich darf halt nur nicht... Ja, das ist halt das Problem. Wenn ich da zu bald drauf lande, dann stoppe ich den. Und dann kommt er nicht hoch. Eigentlich auch nicht. Das kommt allein auf das Momentum. Ach so. Also muss ich einfach später abspringen. Ah. Ja, okay. Also muss ich noch später abspringen. Hilft es was, wenn ich ihn erst in... Ach so, ich bin blöd. Das geht gar nicht in die andere Richtung. Ups. Ja, das war doof. Das war schlecht. Das war schlecht. Zack. Ich hoffe aber echt, dass du das mit zwei Leveln pro Parts nicht konstant durchziehen willst, weil sonst werden die Parts noch sehr lange werden in späteren. Es kommt halt ganz drauf an, wie lang die Level werden. Aber nein, grundsätzlich will ich das natürlich nicht. Okay, jetzt rüber! Schade. Oh, ich habe eine Idee. Ja, dass das geht. Ich schreibe mal mit, Conan hatte ein. Wenn ich nämlich jetzt hoch genug... Ah, schade. Okay, so nicht. Ich schreibe mit, Conan hatte keine gute Idee. Doch, doch, die Idee ist gut. Ich muss sie nur umsetzen. Wenn es hoch genug ist... Ah, nee, es haut nicht hin. Noch nicht. Ich will dann das nochmal neu... Also, dass es dann wieder oben ist. Ich denke, das müsste funktionieren. Aber das hast du scheinbar dann nicht so gedacht.
Ja, doch, gedacht, doch. Jetzt nehme ich, jetzt gehe ich hier zurück und jetzt ist er nämlich wieder ganz normal und jetzt kann ich ganz normal oben drauf. Bist ja echt raffiniert, du kleiner Fuchs. Na, siehst du mal. So. Hilfe, wo muss ich da? Hilfe, da irgendwie so. Oh Gott. Okay. Panik. So, aber ich meine, wenn der hoch genug fährt, dann sollte das auch so. Der, nee, es macht. Ich glaube, ich bleib bei meiner Taktik. Also, wenn du mal meine Taktik hören willst, nachdem du sie jetzt gebreakt hast. Na, immer. Oh. Du musst nicht auf den Cooper springen, um an die Blume zu kommen. Der Cooper ist dann für den Weg nach rechts gedacht. Oh lol, ich hab's genau falsch rum gemacht. Ich. Oh. Das ist ja viel einfacher. Ja, du darfst es natürlich auch gerne auf die komplizierte Weise spielen. Nee. Oh mein Gott. Ja, das macht's ja viel einfacher. Also wenn man jetzt halt den Sprung schaffen würde. Richtig, mit ein bisschen mehr Anlauf und Empathie schaffst du das auch. Empathie wird hier richtig viel helfen. Möchtest du das etwa bezweifeln? Ja. Ich bin zwar sehr für Empathie, aber in dem Fall nützt die mir leider gar nichts. Wie 3. Du setzt eine Zahl und das verwirrt mich direkt. Hä? Du bist doch Mathelehrer. Das dürfte dich doch eigentlich nicht aus der Fassung bringen. Ja doch, weil ich habe keine 1 und 2 vorher gesehen. Wenn da plötzlich eine 3 kommt, dann denke ich so, hey, ich hab jetzt 3, 1, 2 verpasst oder kommen die noch? Und das ist eine spätere 3. Also es muss ja eine spätere... Ja eben, es muss eine spätere 3 sein. Richtig. 1, 2... 3? Ah, lol. Aber der ist jetzt nicht weit genug unten. Zu weit unten. Wobei... Na, das haut nicht hin. Nee, nicht wirklich. Also... Was soll ich überhaupt machen? Also, wo ist denn jetzt das Ziel? Hier. Hä? 4. Oh nein, das ist so ein Ziel. Ich muss dann in das Ziel... Also, ich muss die... Oh nein. Ich verstehe. Fun Fact, HF hat das Ziel... Oder hat diese Turnblock Bridge so eingesammelt, dass sie so viel Momentum entgegen des Uhrzeigersinns hatte, dass diese Plattform ihn durch die Decke, die du rechts oben siehst, gerückt hat und dort konnte er seinen Victory Gold Walk durchführen. Auch nice. Ja, das kannst du gerne auch probieren. Oh nee! Oder du spielst das Level einfach komplett nochmal. Das ist natürlich auch eine Idee. Achso, ich wollte gerade sagen, es ist mein State, aber mein State war einfach bei Retry. Ups. Ich hatte kein State, alles gut. Aber dass ich nicht drauf gekommen bin, das einfach andersrum zu machen mit dem Cooper, das ist auch wieder so eine typische Schwachsinnsidee gewesen. So, also du willst genug Schwung, mein Freund. So, jetzt hast du genug Schwung. Jetzt sieht das doch schon besser aus. Jetzt nehme ich die mit. Jetzt geht's hier rum und dann geht's hier hoch. Und jetzt ist das Leben schön. Scheiße. Schön scheiße. Sehr schön formuliert. Aber das sieht doch... Also ich denke, wenn ich da oben bin, dann kann ich da mal einen State setzen, weil ich denke, dann ist der Rest machbar. Und ist also wieder ein bisschen Trial and Error. Ich wollte gerade sagen, für dich ist es nichts weiter als Trial and Error. Richtig. Deswegen State. Weil ich da wieder kein Gefühl für habe. Und alles andere bis dahin kann man ohne State machen. Mist, wir sind schon bei 40 Minuten. Nein! Ja, wie gesagt, in späteren Leveln solltest du die 2 Level pro Part Maxime hier nicht mehr weiter durchsetzen. Das ist wohl wahr. Nein, ich wollte ja auch eigentlich nur kurz reingucken, aber dann hat mich das Level motiviert. Nein! So. Sehr schön.
Okay. Ja, Conan, wenn man jetzt noch präzise springen könnte. Das wäre schon auch cool. Schön einfach. Ja. Du hast noch keinen Safe State gesetzt. Der Gedanke an einen Safe State darf dich nicht dazu bringen, gleich schlechter zu spielen. Nee, ich will den ja auch nur da oben setzen. Das möchte ich auch meinen. Na! Come on! Wie oft sage ich. Ich habe jetzt schon sehr oft in der Aufnahme Come on gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Aber zumindest habe ich mein. Gott dang it, was der Counter so gar nicht gerne hört, habe ich wieder abgestellt. Ja, du benutzt generell recht viel Jugendsprache inzwischen in deinen Aufnahmen. Ja, gut, das. Weiß ich gar nicht. Es müsste an Hübi liegen, Mist. Weil die Schüler reden gar nicht so, also Jugendsprache ist schwierig. Naja, wenn ich so sehe, was zum Jugendwort des Jahres 2021 so alles nominiert wurde. Ja, aber das ist es ja gerade. Die Jugendwörter, die da von dem Langenscheid-Ding nominiert werden, oder das, also das ist ja. Das ist richtig, absolut nicht Jugendsprache. Richtig. Das ist so. So mein Mittwoch habe sogar ich schon in meiner Jugend verwendet. Ja, ich meine, gut, Quinch haben natürlich schon einige verwendet, aber halt, ja, keine Ahnung. So. Jetzt muss ich das nur gut timen. Oh, das sieht doch eigentlich schon. Oh, das sieht doch sehr gut aus sogar. Jetzt müsste ich halt nur rüberkommen. In dem Moment, wo ich rübergehe, verschiebe ich es wahrscheinlich jetzt wieder blöderweise. Nein! Na, vielleicht. Perfekt. War doch gar nicht mal so cringe, Brudi. Ich hab gar nicht... Oh mein Gott. Ich hab gar nicht mal den Secret Exit gebraucht. Safe State. Oder habe ich ihn geladen? Ich weiß es gar nicht, glaube ich. Nein, hast du nicht. Perfekt. Glückwunsch. Dann gibt's nächstes Mal den Teich Perurentes. Oder so. Naja, die brennenden Fische, aber gut. Ah. Ach, Piskes sind Fische? Stimmt! Piske ist doch, ist nicht auch das. Ja, in Isaac gibt es ein Sternzeichen, das Piskes heißt. Genau, das sind die Fische. Richtig. Wer hätte das erwartet? Aber was war da nochmal Thai oder See? Da gab es doch in den Ferien dieses Level. Das war, das ist doch auch was. Larkus ist der See. Wirst du später aber auch noch haben. Es gibt tatsächlich ein in Ferien inspiriertes Level in dem Weg. Eigentlich mehrere, aber später. Ist dann Piss. Ja, Larkus, aber es gibt doch auch irgendwie Piskina oder irgendwie sowas. Ja, Piskina sind die Fischlein des Tiberius gewesen. Ach, das war gar nicht. Fuck, Männer. Ja. Ach ja, das war das. Okay, mit der Erinnerung an dieses Level schließen wir ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.